Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren weiterhin auf Silage ab. Ich versuche jetzt mit einem normalen Auflademodus zu arbeiten. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche allen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Nach meinem heutigen Stand, ich jetzt so denke, werde ich heute Abend eine Folge livestreamen. Und zwar von der NF-Marsch. Ich möchte ein bisschen Abwechslung reinbringen. Hat er sich festgefahren, der Bursche. Einmal muss ich durch sein, dann geht er. Aber hängt in der Luft, ne? Hat er schon Allrad an? Aber wie gesagt, ist schon ein bisschen verrückt. Aber gut. Irgendwie muss ich das mit durch, ne? Also hier irgendwie mal eine Schneise reinkriege hier. Ich packe ihn mal hier an der Hörner hier. Oh. Jetzt fährt mal einer hier. Sind sie jetzt voll? Ich glaube ja. Das ist voll. Timo gefahren? Nö. War mir eh klar. Also ein, zwei Mal noch, da haben es geschafft. Dann haben wir ihn rübergezogen. No. Hat aber gelacht, ne? Muss mal ihr Zeug hier wegkriegen hier. Und er hält mich fest. Eine unsichtbare Hand. So. Der 10.5, ach so. Wieso? Wo ist er fertig? Du bist fertig? Kann ja gar nicht sein normalerweise. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt egal. Den fahren wir jetzt hier rüber. Das sind alles geliebte Fahrzeuge, außer das Gewicht nicht. Oh. Für mich ist wichtiger, dass wir das Getreidefeld fertig kriegen mit Stroh. Da verdienen wir so keine goldene Nase mit mehr. Anfangs dachte ich ja, oh, das macht viel aus. Können wir verdienen, aber zur Zeit ist das hier nicht der Fall. Weil der Verbrauch auf der Marsch ist nicht so groß. Und da muss immer auch Tage vergehen, bis ich verbrüht alles verarbeitet habe. Da geht auch noch mal eine Zeit drauf und dann kann ich wieder mal einen Schwung nachkaufen. Und da wird hier der Preis hier ein bisschen steigen, aber bei 4 Millionen Liter, da steigt der Preis hier groß. Gut, ich könnte jetzt auch noch ein Lager fahren zur Not, aber wie gesagt, da muss es irgendwann so umfahren, aber deswegen, der Aufwand ist dann zu groß. Der Verdien zu gering. Und dann gibt es ja bald Stroh wieder in der Marsche auch noch Stroh, ne? Und den Pellets zurückkaufen extra nochmal? Nö, das lohnt sich nicht.
Das Lager ist voll. nee, das auch noch. Also, das ist erledigt. Nochmal könnten wir fahren, ja, ins Lager hier bei der Marsch. Hier, vom, bei der Halle hier. Da haben wir auch noch ein Lager. Da haben wir Glück. Oder na, Pech. Pech ist das nicht. Ist hier Platz? Nee, das reicht nicht aus. Da haben wir 31, 47. Das könnte sein, einmal noch. Die Ballen sind drin, na gut. Das Lager ist voll. Das sind 800.000. Ja, der Rest hier in den Lager vom Hof. Originallager. Da muss ich aber reingehen. Das ist jetzt Folge Nummer 7. Ja, 7. Maisfeld muss ich noch machen, das ist auch nichts. Quatsch. Die Getreide, das läuft gerade so gut. Ja. Ob wir jetzt durchgefahren kommen? Ich glaube nicht. Ne? Ja, hier ist ja frisch, ne? Stroh, das ärgert mich schon ein bisschen, aber gut. Das ist jetzt auch egal. Da müssen wir einen Schwung durchziehen, dann wird das nichts. In der Mitte, Junge, in der Mitte. Da muss ich wegräumen. Voll? Jo. Warum steht er? Hinterm Start, ja, ja, aber. Steht im Weg. Ungünstig. Das geht nicht. Dann kommt der Anhänger ja nicht weg und da haben wir noch Stau hier. So. Gucken wir mal da hinten, also alles, das läuft ja wie Sau. Ja, das, ja. Das ist viel, ne? So, den nochmal kümmern hier. Mal gucken, wo wir den mal einsteigen können. Muss ja irgendwo noch ein bisschen Stroh liegen, ne? Solange die Aufnahmen laufen, kann man ja das ja noch machen. So. Hier ist Ende. Aber er hat nicht viel genommen, ne? Es liegt da so viel rum. Aber wie gesagt, das ist teilweise gut gefahren. Die Pfeile gehen in meine Richtung. Dann werde ich mal weiter hinten ansetzen. In der Mitte ungefähr. Die Pfeile gehen in der Richtung. Hier werden wir ansetzen. Und zwar von da oben. Den nächsten passenden Punkt. Und da geht los. Dann hat er ein paar Bahnen zu ziehen. Und dann muss noch klappen. Wie gesagt, muss er noch ein bisschen fahren. Ne? Dann macht er die Bahn daneben und die zwei da drüben. Das ist ja auch nicht viel. Na gut, lassen wir tun. So, das läuft. Hoffe jedenfalls. Sieht gut aus. Da. Tja, Lager ist ja voll, ne?
Die Hinterräder sind nicht angesetzt. Die hängen in der Luft. Ich sehe ja, die Silage ist sowas von hart wie Beton. Beton ist ein Scheiß dagegen. So. Jetzt sollte eigentlich normalerweise ein Baumblock dafür stehen. Gib mal gleich einen Schubs. Hilft auch nicht. So. Das ist voll. Manchmal ist es komisch, aber gut, das ist halt so, ne? Dann haben die keine Lust mehr, ne? Ne, komm. Junge, komm mal dich pushen hier. Deswegen brauchst du auch so viele Fahrer hier. Trödel, na gut, blöd wären es, wenn die alle über den Haufen fahren würden, ne? Das wäre noch blöder. Naja, der fährt nur 53, ne? Das darfst du nicht vergessen, ne? Und den ich habe ja, der ist ja super schnell. Das ist kein Vergleich. Aber bremsen wollen wir hier nicht bremsen, da vorne ist ja der Abzweigung. Gebe ich das in den globalen Markt rein, dann kann ich da entsprechend mit der Silage, mit dem den Marsch verkaufen. Nein, theoretisch. In der Theorie. Aber ich brauche hier das Geld. Was wird mir der globale Markt dafür geben? Das ist immer die entscheidende Frage. Dann bei dem Marsch kriege ich trotzdem nicht viel. Aber für mich vor, da kann ich trotzdem verwenden. Dann habe ich ja da nur noch Ballen, ne? Ja, wenn im globalen Markt. Dann kann ich da die Ballen bei der BGH abgeben. Die Silage halt für die Kühe nehmen. Als Futter. Komm, das wird so nichts hier mit uns hier. Das können wir uns gar nicht erlauben, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ups. Die vorne schon ein bisschen angeglichen gehabt, das ist schon ein bisschen besser geworden. Der globale Markt ist ja später immer fest verbaut. Da müssen wir auch sehen, dass wir anders anschließen, ne? Das ist ja kein Thema. Jetzt musst du warten, ne? 12.000, 5.000, leer. Ja, dann muss ich noch den Dinger noch holen, aber das kann ich auch nachts machen. Also das ist ja nicht so tragisch. Wenn das Feld fertig ist, können wir das nicht alles holen. Die Schneidwerke fürs Mais. Das ist. Aber wie gesagt, die Ernte läuft halt noch 2 Stunden. Also 2 Stunden sei schon, 2 Folgen. Mindestens noch. Nebenbei. Lager ist voll, da muss ich einen vollen Kurs programmieren für die BGH, aber gut, das muss nicht heute sein, das ist, kann ich auch mal mich später darum kümmern. Es gibt garantiert noch Zeit. Jetzt haben wir 12 Uhr, die Ernte abgeschlossen ist, es ist 15 Uhr, schätze ich mal ganz pauschal. Oder bleibt es früher, mal sehen. Also, dann bleibt noch genug Zeit, bevor wir die Ernte anfangen können, ne? Für Mais, ist noch nicht reif. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Ja, komm, kipp was ab. Ob das performance-technisch so gut ist, wenn das Ding sich bewegt? Ja. Das gibt's nicht. Da hängt der auf dieser kleinen Kante.
eine Zählergebung kriegt. Ich bin froh, weil ich hier irgendwann rausnehmen kann. Ah, da habe ich ja nächste Woche einen Termin. Das gibt's doch gar nicht. Wieso ist das Zeug noch einer weiß? Kann längst aufgedeckt sein. So, was gibt's hier Schönes? R? Nee, R. 800.000. Naja. Dann muss ich zurückfahren. Oh, jetzt ist es weg. Jetzt kommen wir auch durch, ne? Komm, komm. Ein bisschen noch. Der Fahrer, ja. Meist so verzweifelt, ne? Naja, ne, jetzt haben wir es geschafft. Dass der diese einfach aufnehmen kann, das so, mal ganz kurz drehen. Und bisschen schräg hier ranfahren, ne? Bisschen so links erstmal. Dass wir das Zeug begradigen können. Ja. Ja, das gefällt mir eigentlich auch nicht normalerweise, aber wie gesagt, das muss ja mal weg, ne? Das ist das Einzige, was ich mal sage, das ist halt mal jetzt mal so. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das nicht. Mir ist ja lieber, wir werden das hier mit einem Radlader machen, ne? Aber das lohnt sich hier nicht mehr. Bis dahin habe ich hier weggefahren alles. Jetzt steht die Fräse auch bitte im Weg, aber gut. Jetzt haben wir voll. Also ohne mal starken Bau haben wir noch frei bewegen. So. Alles läuft soweit. Ja, gut. Gut aufgetankt. Ich hoffe mal, dass das reicht. Notfalls muss halt ein anderer Drescher weitermachen. Und ich muss ihn dann mal mit dem Tankwagen auffüllen. Oh, die Folge wird zu Ende. Oh, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Mal tschüss. Und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Wir machen heute keinen Livestream mit Thüringen, sondern Livestream mit der Marsch. Mal tschüss. Und wir winken mit Dennis. Tschüss.